Hallo und herzlich willkommen in Wölfchens Bastelstube. Ich habe euch heute hier so ganz tolle Karten mitgebracht. Einmal hier in dem Herbst-Variante und einmal hier zum Geburtstag. Und ein Briefchen voller guter Wünsche. Das ist hier aus der Stanze von Charlie und Paulchen. Und ich fand das so toll. Und ja, hier ist der Briefumschlag. Da gibt's noch einen ganz kleinen dazu. Und hier auch ein Inlay für den Briefumschlag. Und ich habe das gesehen und war schockverliebt. Ich musste das haben. Und vor allen Dingen, das kann man das ganze Jahr über basteln. Ich zeige euch einfach mal, was ich hier meine. Da gibt es ein ganz tolles Stempelset dazu. Ein Briefchen voller Geburtstagsgrüße, liebe Grüße, Neujahrsgrüße, Weihnacht, guter Wünsche und natürlich hier für euch, für dich mit so einem richtig tollen Poststempel. Und ja, also ich finde das wirklich richtig, richtig gut. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran, könnt ihr das vielleicht besser sehen. Also wie gesagt, hier gibt's dann auch passend das Stempelset dazu und ich finde das wirklich traumhaft schön. Ja, dann habe ich mir noch hier so eine Geburtstagsstecker mitgebracht von Charlie und Paulchen. Happy Birthday und für dich. Und natürlich auch passend dann hier die Geburtstagsstecker mit einer Schleife und dem kleinen Herz. Und hier sind die ganz tollen Stanzen für die Blätter. Hier das Kastanien. Hier von der Ahorn mit den Früchten passend dazu. Also es ist total wunderschön. Die Stanzform heißt Herbstfloristik. Ich verlinke euch das unter dem Video, denn mit denen arbeiten wir heute. Dann gibt's natürlich auch noch ganz tolle Stanzen für die Pilze. Und die sind wirklich zuckersüß hier, die Pilze. Also ich musste die haben. Und vor allen Dingen kann man jedes Jahr benutzen. Auch natürlich im Frühjahr oder im Sommer. Ne? Also von daher ganz toll. Hier habe ich mir eine Stanzform. Allium heißt die. Das ist diese hier. Und die ist natürlich traumhaft schön. Hier habe ich nochmal eine Stanzform. Add-on Herbst. Also hier sind auch noch Pilze. Und hier Igel, Federn, Kürbisse. Also das ist wirklich ein ganz tolles Set. Hier hatte ich euch ja gesagt, das kann man hier auch noch anders gestalten. Ein Briefchen mit den Geburtstagsgrüßen. Und hier habe ich die Tulpen, die man natürlich im Frühjahr dann verwenden kann. Und hier, da gibt es so viele tolle Sachen hier mit den Engelstecker oder hier die Stanzform Weihnachtspost. Ne, da ist dann hier die Weihnachtspost so als in dieser Richtung. Und ich finde das total toll. Hier gibt es ja noch Stanzformen Schoko-Weihnachtsmänner. Die sind auch hervorragend. Also lasst euch überraschen. Es gibt ganz viel in den nächsten Wochen von dieser Kollektion. Hier sind Stanzformen Keramikengel. Wie gesagt, ich habe damit noch nicht gebastelt. Die habe ich auch erst ganz frisch. Bei mir sind die eingezogen. Und hier nochmal so Weihnachtsstecker. Hier sind so Geschenkpäckchen. Das kann man auch richtig schön abschneiden hier. Also man muss nicht die langen Teile nehmen. Aber wenn man das hier in so einem schönen Briefumschlag stecken tut, ist das total toll. Ja, und zu guter Letzt habe ich hier noch ein Stanzform Sternenzweig. Den kann man ja wirklich auch das ganze Jahr über benutzen, ob Silvester oder auch zu Weihnachten oder auch zum Geburtstag. Ne? Also ganz, ganz toll. Also das ist eine ganz tolle Kollektion, die der Charlie und Paulchen dieses Jahr hat. Und ich habe noch nicht alles. Ne? Also ist ja auch immer eine Kostenfrage, ne? Wie ihr ja wisst. So, wie gesagt, ich habe hier einmal mit den Geburtstagssteckern hier ein Briefchen voller guter Wünsche. Das habe ich hier gewerkelt damit und ich finde das total schön mit der Briefumschlagstanze. Da gibt's natürlich auch passende Designerpapiere dazu. Ich glaube, das ist hier Nebelgrau oder ich müsste nachgucken.
Und hier auf diesem ist sehr viel los, ja. Aber ich hatte dann wirklich was geritten, sag ich mal salopp. Und ich habe dann alles nur noch zugepackt. Und mein Mann sagt, ist toll, sieht schön aus, aber ist auch viel los da drauf. Hat er recht. Aber so kann es natürlich auch gestaltet werden. Ne? So, wir legen jetzt los. Wir basteln heute eine mit dem Herbstmotiv. So, ich habe mir hier schon das vorbereitet. Und zwar einen Kraftkarton hier in 30x15 in der Mitte geteilt, hier bei 15 cm. Hier kommt noch ein weißes Inlay rein und hier habe ich einen Aufleger 13,5x13,5 in weiß. Den habe ich geprägt hier mit dem Birkenwald, mit der Prägeschablone Birkenwald. Und ich habe mir hier schon einiges vorbereitet. Hier habe ich den kleinen Briefumschlag einmal ausgestanzt in Vellumpapier, in so einem goldfarbenen Vellumpapier. Und hier dieses Inlay, da habe ich einfach ein Designerpapier genommen. Und das fiel mir ganz gut hier mit dem Ahornblatt. Und das habe ich natürlich schon vorbereitet. Und dann kleben wir uns auch gleich hier den Umschlag auf die Karte. So, da muss ich aber natürlich ein Kleberoller nehmen, weil der Vellum ist immer ein bisschen schwierig so aufzukleben. So. Genau. Huch, das hat gar nicht funktioniert. Es war abgerollt, aber nicht so, wie ich das gerne wollte. Jetzt. Der hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. So, und dann können wir uns den auch schon aufkleben. Setz mir den so ein bisschen schräg hier drauf. Auf die Karte. Genau. So, und dann können wir hier, wie gesagt, ich habe das schon alles vorbereitet. Hier die schönen Pilze, die ich euch gerade gezeigt habe, die habe ich koloriert mit Grau und mit einem schönen Rot. Das stammt aus den Tambay-Gansi-Farben von Charlie und Paulchen. Und die sind traumhaft schön, wirklich traumhaft schön. Seht ihr ja hier schon bei dem Ahornblatt, da habe ich mir ein bisschen was gemischt, damit dieser Rotton entsteht. Und an den Seiten hier gelbe Spitzen schon sind. Ja, und wie gesagt, jetzt stecken wir uns die Karte einmal auf. Hier ist das Allium, das ich euch ja gezeigt habe in den Stanzformen. Ich habe das hier in weißen ausgestanzt mit silberner Farbe koloriert. Das ist so eine Metallic-Farbe. So, hier einmal den Stecker hier so drauf. Genau. Und hier ein Zweig, ein Ast. Und den stecken wir uns natürlich auch in den Umschlag rein. Da kann man ganz viel mitmachen. Ich finde das so toll. So, so toll. Hier habe ich auch mir ein bisschen ein anderes Braun, so ein Rotbraun gemischt mit den Tansai-Gambi-Farben. So. Und die kleben wir uns natürlich auch hier rein. Und hier so einen schönen Zweig mit diesen goldenen Beeren. Das ist auch aus der Herbstfloristik. Wie gesagt, alle Stanzen, die ich verwendet habe, verlinke ich euch wie immer unterm Video. So, hier einmal den Zweig schön mit reinsetzen. Genau. So, und dann kommt hier dieses schöne Ahornblatt auf den Briefumschlag. Hoffentlich hält das, weil es ist ja Vellum, aber ich hoffe. So, jetzt noch schön den Pilz hier mit reinsetzen.
Ich habe schon befürchtet, dass das hier nicht hält. Ja, Vellum ist ein bisschen schwierig, aber es geht, es funktioniert. So, jetzt haben wir hier noch so ein süßes Kastanienblatt. Das ist doch wohl zuckersüß. Ja, schau doch mal, richtig schön. Das habe ich alles, wie gesagt, mit Aquarellpapier ausgestanzt und habe das dann koloriert. Und das ist dabei rausgekommen. Ich finde das wunderschön. So, hier einmal kleben wir uns das schöne Kastanienblatt auf. Genau. Und ich habe mir hier auch einen Kürbis. Es ist ja Kürbiszeit, Herbstzeit. Der musste natürlich auch mit drauf. Den habe ich mir auch koloriert. Und den kleben wir uns natürlich auch hier auf unseren Briefumschlag drauf. So, man kann den in Herbst gestalten. Man kann den zum Geburtstag gestalten. Also da sind so viele Sachen, die man da machen kann. Zu Silvester, zu Weihnachten. Also das ist wirklich rund ums Jahr, kann man diesen tollen Briefumschlag hier einfach schön dekorieren. So, hier habe ich eine kleine Feder, die war auch in der Herbstfloristik von Charlie und Paulchen drin. Wie gesagt, ich bin nirgendwo im Design-Team. Ich gucke immer, wo ich die schönsten Sachen, die mich ansprechen, bekomme. Und dann kaufe ich mir die. Also so. Und hier den kleinen süßen Igel. Schaut mal, der ist doch wirklich zuckersüß, oder? Der ist, wie gesagt, auch in der Herbstfloristik drin. Da ist auch noch eine Eule. Aber ich habe, wie gesagt, hier heute meinen kleinen Igel dazu verwendet. Und der kommt natürlich auch richtig schön hier auf den Briefumschlag. So. Hier habe ich noch solche Früchte von den Ahornblättern. Schaut mal, die kennt bestimmt jeder. Wir haben die in der Mitte auseinandergenommen und haben die dann so aufgeblättert und haben uns die als Kinder auf die Nase gesetzt, weil da war so ein bisschen Klebstoff drin von der Frucht. Und wir fanden das alles total toll. Heute lacht man drüber, aber ja. So, und den kleben wir uns natürlich hier auch noch mit auf. Den Briefumschlag. Mal kurz andrücken hier das Ganze. Ich hoffe, dass das hält. So, meine Lieben, schaut mal. Und schon habt ihr rucki zucki so eine wunderschöne Karte fertig. Ich habe mir, wie gesagt, aus diesem Stempelset, zeige euch das gerne nochmal hier, ein Briefchen voller. Das habe ich mir schon ausgestanzt und hier mit den Stanzformen zeige ich euch mal ganz kurz. Hier, ja, das sind die unrunde Rahmen, quadratisch. Und da habe ich mir dieses hier einmal ausgestanzt für das Briefchen. Darum ist hier dieser tolle Rand. Ja, und hier einmal abgestempelt, ausgeschnitten. Also, ihr könnt dann richtig kreativ sein. Ah ja, hier sind die Beerenzweige und Äste. Genau. Und hier die Waldtiere. Die habe ich nicht benutzt, aber hier oder auch mit dem Gießkanne. Für die Erntezeit ist ja jetzt, da kann man so ganz, ganz tolle Sachen mit gestalten. Ihr habt hier auch so eine kleine Rasenbordüre dabei. Also wirklich traumhaft schön, diese Sachen. Mir gefiel das und auch Preis-Leistungs-Verhältnis ist für mich in Ordnung und von daher super schön. So, jetzt können wir hier uns unser Etikett noch aufkleben und das mache ich mir hier oben mit Abstandspads. So, einmal hier und dann auf dieser Seite. Die guten Wünsche kommen hier unten hin und die setze ich mir auch mit Abstandspads hier drauf. Und dann habt ihr wirklich rucki zucki eine
schöne Karte fertig. Und das geht wirklich ganz, ganz schnell. Und man kann die ja auch unterschiedlich dekorieren. Also das ist wirklich ein Träumchen. So, jetzt hier noch unsere Trägerfolie entfernen. Na komm her, da ist noch so ein Fitzelchen dran. So, und wie gesagt, den setze ich mir hier oben einfach da drauf. Ein Briefchen voller, oh, ihr könnt gar nichts sehen, Entschuldigung. Hier oben habe ich mir den draufgesetzt und hier unten will ich mir den Spruch hier draufsetzen. Ein Briefchen voller guter Wünsche. Wie gesagt, das ist Grußkarte, Geburtstagskarte, je nachdem, was man da gerne draufsetzen möchte. Schaut mal, ist das nicht traumhaft schön? Das ist doch der Knaller, ne? Also, ich bin hin und weg, wirklich, ehrlich. So, meine Lieben, das war's heute schon von mir mit einer wunderschönen Herbstkarte. Hier nochmal die ganzen Sachen mit dem Geburtstag und hier nochmal mein Ausgangsprojekt mit dieser Karte. Seht ihr, und die sind so unterschiedlich. Ich rück das mal ein bisschen zur Seite. Ja, also wie gesagt, hier habe ich noch von den unrunden Quadraten ein dunkle dahinter gesetzt und habe hier noch die Stempel verwendet. Ja, meine Lieben, ich lege das mal so ein bisschen so, dass wir hier das haben. Ja, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Kommentar da lassen, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Video, eure Kerstin.